Der tiefste Eindruck dieser Reise war die Begegnung mit den Familien der 21 Märtyrer von Libyen. Sie haben es verfolgen können, wahrscheinlich, es ist um die ganze Welt gegangen, die ISIS-Leute, die den Islamischen Staat haben. 21, wer dann präzisieren, 21 koptische Gastarbeiter gefangen genommen in Libyen, sie zum Übertritt zum Islam nötigen wollen. Alle haben das Bekenntnis zu ihrem Glauben aufrechterhalten, sind gefoltert worden, sind trotzdem dem Glauben treu geblieben. Dann gab es diese fast liturgische Exekution, wo sie der Reihe nach an den Meeresstrand geführt wurden, angezogen in den orangen Overalls der Guantanamo-Gefangenen und hinter jedem ein ISIS-Mann in Schwarz. Und das Video, das sie selber ins Netz gestellt haben, ISIS-Leute, lässt keinen Zweifel daran, dass jeder dieser 21 Männer mit dem Namen Jesu auf den Lippen enthauptet wurde, rituell geschlachtet wurde. Ich hatte gebeten oder die Frage gestellt, ob es möglich wäre, die Familien dieser Märtyrer zu besuchen. Und wir konnten dann in Samarra, in Oberägypten, diesen wunderbaren Bischof, großen Hirten, durften wir dort die Familien, den Familien begegnen. Den Witwen, es waren lauter junge Frauen, waren junge Männer, Witwen, ihre Kinder, groß als kleine Kinder, ihre Geschwister und Eltern. Georg Pulling, der mit dabei war, hier ist er, hat gesagt, er traut sich fast nicht, die Bilder ins Netz zu stellen, weil diese Frauen und die Familien etwas so Leuchtendes hatten. Das glaubt man uns. Aber es war so. Bei aller Schwere dieses Leids, das sie zu tragen haben, war unverkennbar ein Strahlen, ein Leuchten in diesen jungen Frauen, ihren Familien. Ich werde nie vergessen, den einen Vater eines Märtyrers, stämmiger oberägyptischer Bauer, der zu mir gesagt hat, mein Sohn war ein Fels des Glaubens. Die 21 Märtyrer sind heilig gesprochen und überall in den koptischen Kirchen sieht man die Ikone der 21 Märtyrer. Und zum Schluss eine Besonderheit, der 21. war kein Kopte. William, man weiß nur seinen Namen, er stammte aus Ghana, ein Schwarzafrikaner. Und soweit wir erfahren konnten, wollten die ISIS-Leute ihn wegschicken. Du gehörst da nicht dazu. Er hat gesagt, doch, ich gehöre dazu. Und ist freiwillig mit den 20 Kopten in den Tod gegangen. Auf dem Video sieht man ihn, er ist sehr groß, alle diese jungen Männer, mit einem unglaublichen Frieden im Gesicht, dieses Video an Ihnen verkauft werden, die Kamera, ganz große Ruhe, Gefasstheit. Und dieser William, der da herausragt, besonders groß, mit einer unvergleichlichen Würde. Wir wissen nicht, wer er genau ist, nur dass er mit dazugehören wollte. Und für mich ist das so ein Symbol
von dem, was eigentlich Mission ist. Ich möchte da dazugehören. Das ist eigentlich die entscheidende Erfahrung. Ich möchte da dazugehören, auch wenn es mich das Leben kostet. Dieser William ist für mich so ein Symbol für das, was gelebtes Christentum bewirkt. Die Mission ist nicht, wie Papst Benedikt gesagt hat, und Papst Franziskus hat das oft wiederholt. Papst Benedikt hat gesagt, die Mission, die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung. Sie wächst durch Anziehung. Und irgendwo ist es für mich das bewegende Bild einer anziehenden Kirche. Hier möchte ich dazu gehören. Wir wissen nicht, welche Konfession dieser William hatte. Er dürfte getauft gewesen sein, ich weiß es nicht genau. Wenn er nicht getauft war, hat er sicher die Bluttaufe empfangen. Aber er ist für mich auch ein Bild der Ökumene. Er war sicher kein Vogel, aber er wollte bei diesen Christen dabei sein. Und ich denke, das ist eigentlich die Einladung für das, was Ökumene bedeutet. Ich möchte da dabei sein. Danke, dass Sie alle gekommen sind heute und ich lade Sie ein, dass wir das Gebet des Herrn sprechen.